werden. Vielen Dank. Hallo, ich bin Nierenfels. Ich sammle alle Arten von Schrott und mag Drachen. Schau dir meinen Turm an. Er wird immer höher. Du wirst dich jetzt sicher fragen, warum ich so einen großen Turm baue. Bist du mit den Füßen auf der Erde nicht glücklich? Hast du nichts Besseres mit deiner Zeit anzufangen? Nun, ehrlich gesagt, nein und nein. Ich bin ein Kind des Himmels und dort will ich hin, wie meine Freunde die Drachen. Was führt euch her? Wir hörten, dass dies der beste Weg zum Chaosturm ist. Oh, dort solltet ihr nicht hingehen. Die Königin mag freundlich wirken, doch in Wirklichkeit ist sie eine Hexe. Oh, das wissen wir. Und deshalb müssen wir hin. Der Hund hier und ich versuchen, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Geilenstein erzählt uns, dass du den Weg zu ihr kennst. Geilenstein! Mein Bruder Geilenstein! Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Natürlich helfe ich euch. Hier, ich gebe euch eine seltene alchemistische Formel. Ich habe sie Hagelsturm genannt. Danke, Alter. Nun, wie kommen wir von hier zum Chaosturm? Gar kein Problem. Lufti, hierher. Komm schon, Lufti. War doch alles nur Spaß. Mein Freund Lufti wird uns mitnehmen. Bring uns zum Chaosturm, okay, Lufti? Möchtest du den Spielstand speichern? Speichern ist krass und cool und sowieso. Ne, der sagt nichts anderes mehr. Dann müssen wir jetzt einfach wieder zum Ausgang. Das war hier, glaube ich. Schätze ich, weiß nicht. Doch, war richtig. Und dann, ich glaube, linke Seite hoch. Ja, das ist gut. Ich kriege dich, Spitzbub, und deine dressierte Ratte auch. Ah, wer's glaubt. Also, was du kriegst, ist Herbes. Ich kann es nicht glauben, du hast Glacosius bezwungen. Tritt näher und ich gebe dir eine Belohnung. Nimm dies hier, Balk, für deine Tat. Ich werde dich. Schau doch, Sauberbalken, ein riesiges Loch. Mit der Nummer könnte sie als Abrissbirne gehen. Hier, Kumpel, nimm das für deine Bemühungen. User disconnected from your channel. Tschüss. Folge mir, ich glaube, die Königin hat das Fundament zerstört.
Puh, das war knapp. Sie sind weg. Sie sind alle weg. Sie müssen alle nach Terrorfels gegangen sein. Ich bin der Letzte. Ich muss weg. Muss weg. Ja, und wir gehen jetzt auch wieder nach Terrorfels. War nicht da, wo unser König lang dümpelt, habe ich die aufgemacht? Ja. Sondern wir gehen jetzt wieder über die Schachbrettebene. Diesmal müssen wir da Gott sei Dank nicht durch den Wald. Da hat sich jetzt ein neuer Weg geöffnet. Womit wir da einfach rüberrennen können. Dieses Hin- und Hergerenne hier zwischen den beiden Türmen, das ist nervig. So, ich bin da ein Level aufgestiegen, was sagt denn unser Befinden? 65.526, das ist mal gut. Aber mit ein bisschen Pech müssen wir bald nochmal Arnold ein bisschen höher bringen auf Level 3. Aber so schlimm wäre das ja dann auch nicht. Obwohl Level 3 würde ziemlich dauern, glaube ich, für den Arnold. Ach, was ist denn der? Ach, den habe ich nicht dabei, deswegen kann ich es jetzt nicht sehen, ne? Ah ja, egal. Zauberperlen einsacken. Und da oben stand noch die Gitterfigur. Wie viele Zauberperlen habe ich jetzt eigentlich? 19 Stück. Ich habe auch erst... Wie viele habe ich denn benutzt? Zwei oder eine habe ich, glaube ich, erst benutzt. Ne? Da war ich relativ sparsam mit. Glaube ich, oder habe ich irgendwo mal Hitzewelle benutzt? Glaub nicht. Stand jetzt oben oder draußen? Nee, jetzt stand da draußen. Sei gegrüßt, Neo. Hi, cooles Teil hast du da. Diese Erfindung hat es mir ermöglicht, viele andere Länder zu sehen. Das ist abgefahren, Opa. Wir haben auch schon einiges gesehen. Aber eigentlich wollen wir nur die Raumstation erreichen. Wir wollen nämlich heim. Ah, ich verstehe. Ich glaube, da kann ich euch weiterhelfen. Nun, da der Raumgleiter erprobt ist, könnte ich ihn euch überlassen. Ich könnte euch ins All schießen. Allerdings gibt es da etwas, das ich brauche. Vor kurzem erst brach der Vulkan nördlich von hier aus. Ich weiß, wir waren da. Dann musst du auch die Maschine im Krater gesehen haben. Ich sah einige Teile von ihr, als ich darüber geflogen bin. Zwei Teile der Maschine brauche ich für meine neue Erfindung. Ein Ventil und ein Wagenrad. Hm, alles klar, Alter. Und wir brauchen etwas, das Energie erzeugt. Als die Statue in der Stadt im Osten explodierte, waren zwei Juwelen daran schuld. Ja, das waren die Augen der Hundestatue. Gut, du weißt genau, was ich suche. Wenn es dir gelingt, mir diese Dinge zu bringen, wäre es kein Problem, euch ins All zu schicken. Ich stelle euch meinen Flattergleiter zur Verfügung. Ah, cool. Er kann in jede der Feuergruben landen. Ihr müsst nur auf die Lichtsignale achten. Ihr findet mich in meinem Labor, wenn ihr alle Teile habt. Danach wird es einfach sein, die Teile zu integrieren. Cool. Cool. Ab geht er, der Peter. So, wo war denn das? Hier.
jetzt ein bisschen lazy geworden bei der Entwicklung, weil um an die Teile jetzt ranzukommen, müssen wir hier einfach dorthin, wo wir schon mal waren. Und jetzt hier an der Einstelle müssen wir einfach den gleichen Gegner, den wir gerade schon mal hatten, nochmal besiegen. Einfach nur mit ein bisschen mehr Lebensenergie als vorher. Ist aber auch nicht so das Problem. Oh, was gibt's da umsonst? Nektar, machen wir hier noch. Also man muss jetzt einfach genau den gleichen Weg nochmal abrennen, wie zu Beginn des Spiels. Finde ich ein bisschen, ja, es ist halt nicht nur Gegner-Recycling hier, es ist das komplette Gebiet wird recycelt, ne? Weil hier jetzt diese Brückennummer, das ist nochmal genau das gleiche Rätsel, das, was jetzt hier schon links? Ich glaube ein Hör. Ja, da ist der. Lass mich durch. Ja, das Brückenrätsel hier ist halt genau das gleiche wie beim ersten Mal. Also auch dieser Weg hat sich nicht geändert. Von daher, wenn man sich vom Anfang des Spiels noch an den richtigen Weg erinnert, dann kann man da einfach durchlaufen. Also, ich habe nicht getroffen. Die Gegner, die hier so normal rumlaufen, die sind halt auch nicht stärker geworden. Das sind genau die gleichen wie am Anfang. Deshalb, selbst wenn man hier ohne Atlas-Glitch unterwegs ist, sind die auch absolut kein Problem. Also man rusht hier einfach durch, um zum Endgegner zu rennen dann. Ja, ist jetzt kein Weltuntergang, aber man merkt halt, dass es ein bisschen, ja, ein bisschen knapp wurde und man nur versucht hat, irgendwie noch ein bisschen Zeit in das Spiel zu investieren. Also, ne, dass die Spielzeit ein bisschen länger wird. Hier haben wir wieder unseren Vulgor, einfach mit einer schicken neuen Farbe. Ich glaube, er hat jetzt auch einen anderen Namen bekommen. Aber vom Kampf her genau der gleiche wie vorher. Wir werden auch jedes Mal wieder rausgedonnert, wenn wir getroffen werden. Wir gerade 99 Damage gekriegt haben, das war ja nicht verkehrt, ey. Kriegen wir beide mal eine Heilung. Das war ja schon eine gute Ansage, die er da gemacht hat, ey. Das ist nur 88, war ich 100% geladen oder wie? Hitzeblitz, wo? Hundi ist tot. Von mir aus auch tot bleiben, aber dann Schild habe ich gar nicht dabei, wa? Ah, nee. Man kann halt auch nur immer einmal zuschlagen, das ist halt so nervig bei dem Gegner. Na also. So, Hundi auch wieder am Leben. Und da haben wir einen Wagen gerade erhalten. Yay! Jetzt haben wir hier schon wieder 4000 Krallen, noch 19.000 Goldmünzen. Also wir haben ja einiges auf Tasche.